Willkommen zurück bei Sekiro Shadows Die Twice and We Only Died Once. Das ist der Senpo-Tempel übrigens. Mein Lieblingsspruch, ihr wisst es inzwischen. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Boss, den finalen Boss, und zwar Ishin Ashina, den Klingenheiligen, Schwertheiligen, zu besiegen. Und haben das, glaube ich, auch ganz clever gemacht. Aber sind immer alle Brücken kaputt. Okay, und ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal das Spiel. Wir haben leider gerade keine andere Wahl, als das Ende zu nehmen, was wir jetzt hier gerade erreicht haben. Es gibt ja noch dieses dass wir ihn retten können, den göttlichen Erben. Das Ende haben wir leider nicht erreicht. Stattdessen haben wir jetzt dieses Ende hier. Und das ist, glaube ich, dann eben die Göttlichkeit aufzuheben und ihn sterben zu lassen. Wir werden gleich direkt in den New Game Plus Modus starten. Und da mal ein bisschen reinschnuppern. Wir haben kein Geld mehr über. Wir haben... Ja, geht die Fähigkeitspunkte weg? Ich hoffe nicht. Und wir schauen einfach mal, was so passiert. Also wir beenden erstmal das Spiel und wir hören uns dann gleich, wenn die Credits durch sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Abspannen und wir sehen uns dann gleich wieder im New Game Plus Modus. Wolf, wo bist du? Ich bin hier bei euch. Nehmt die Drachentränen. Mein treuer Shinobi, jetzt durchtrenne die Fesseln der Unsterblichkeit. Ich denke, ihr solltet das haben. Sicher kommt bald der Tag, wenn ein Shinobi nach der Macht sucht. Thank you.
So, was für ein kurzes Outro. Wir sind der neue Bildhauer. Cool. Was für eine kurze Outro-Szene, oder? Na gut. Durchgang Nummer 2 jetzt starten. Wenn Durchgang Nummer 2 nicht startet, kannst du ihn jederzeit über die große Figur des Bildhauers im maroden Tempel starten. Doch, wir starten ihn direkt. Come on. Go. Go, go, go. Wenn du Durchgang 2 startest, kannst du nicht mehr zum aktuellen Durchgang Nummer 1 zurückkehren. Ja. Go. Wir wollen New Game Plus, Leute. Ja, wir haben noch ein paar Regeln. Wir spielen das so lange, wie es Spaß macht, ne? Also, wenn ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf habe, ich habe meine Pflicht getan. Elden Ring kommt nächste Woche raus. Heute ist Montag. Nächste Woche Freitag kommt es erst raus und wir haben Sekiro. Die 20 Jahre nach Ishin's Kuh. Ich cut das mal. Okay, es ist gesperrt, aber wir haben es schon noch, ne? Wir haben auch immer noch unsere Vitalität. Chorus-Amulett. Okay, wie gesagt, Wir haben auch 10 Heilflaschen, das ist ja weird, aber haben halt das Schwert nicht. Ich hätte gedacht, dass man die Szene hier komplett überspringt und direkt irgendwie... Na gut. Ashinatal-Sperre. Ja, wir starten direkt bei New Game Plus. Ich rede mal währenddessen ein bisschen weiter. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Nächste Woche Freitag kommt erst Elden Ring raus und wir haben es durch. Wir haben Sekiro tatsächlich durchgespielt. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Der Mondra-Army. Seid mal, ich bin mal so gut, ja? Übrigens, habe ich das schon gesagt, immer noch alte Brille, deshalb ohne Kamera, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. No Kamera because of no Brillo. Meine alte Brille sieht furchtbar aus. Entschuldigung. Okay, ja, wir gucken mal rein. Wir gucken mal so ein bisschen rein, Stündchen oder so. Gucken, wie weit wir kommen, wie schwierig das Ganze wird. Hallo, Kurosama. Dankeschön. Treuer war was? Na, jetzt? Und ich finde dann, wie ich komme. Hm. Das ist für dann hat ich aber so da. Verstanden. Ich werde. Ja, es. Unter der Fin, wenn ich. Hm. Nein. Ah. Okay. Ekygische. Gibt es hier schon irgendwie Schwierigkeitsveränderungen hier an der Stelle oder ist noch alles easy? Sind die zum Beispiel neu, die Gegner? Nö, ne? Alles easy. Wir haben auch tatsächlich unsere ganzen Fähigkeiten noch. Wir regenerieren unsere Lebensenergie nämlich noch, wenn wir Gegner finishen. Die beim letzten Mal überhaupt. Weiß ich gar nicht gerade. Ob wir den besiegt haben. Ciao! Tschüss! Wir müssen da lang, okay.
Hab ich irgendwie verschluckt vorhin. Ja, wir werden ab dem nächsten Mal wieder die Kamera anhaben, keine Sorge. Spannend wird auch zu wissen, welche Items wir jetzt mitnehmen, ne? Also welche Items wir mitnehmen dürfen. Ins New Game Plus. Sekiro New Game Plus, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe bis jetzt Dark Souls 1 auf jeden Fall schon mal gespielt. Ansonsten weiß ich es gar nicht. Also mein Ziel wäre es auf jeden Fall, dass wir jetzt die anderen Storylines spielen. Und dass wir vor allen Dingen natürlich Kurosamas Leben retten und ihn nicht wieder umbringen müssen. Da gibt es ja ein Ende, ein geheimes Ende, wenn man so möchte. Wodurch man ihn am Leben lassen kann. Das. Oh mein Gott. Hätte ich ganz gerne. Vielleicht können wir ja jetzt auch Genichiro einfach töten. Dann hat sich das Ganze erledigt. Das wäre doch auch eine ganz coole Idee. Wohin sind, oder? Was cool. Dann? Ist halt sehr spannend, ne? Wir sind natürlich jetzt momentan noch. Oh, mein Hals, Entschuldigung. Ein bisschen zu stark. Du stehst vor Genichiro. Okay. Okay. Bastard. Hm.
Ein Shinobi sollte den Unterschied zwischen Ehre und Sieg kennen. Der göttliche Erbe kommt mit mir. Es gibt extra eine zweite Startszene, das ist euer Ernst? Ah. Hey! Die Menschen, du bist auch etwa hier. Brauchst. Erstmal einen Freudensprung machen. Hab ich denn. Ah, nice. Okay. Egal, dass du alt. Mein linker Haus, eine Sie, komm, wenn du das kennen wir ja alles. Wie bin ich wir skippen halt mal alles, was wir halt wie gesagt kennen, ne? Das Blick dann jetzt. So. Egal was ich, das ist das Schiko-Würste, also. Ja, stimmt. Okay. Wir haben. Geil. Haben wir auch die neue Drachenblitz. Nice. Siehst du, er ist sehr viel. Ja. Okay, also dann finde ich den New Game Plus Run schon mal sehr nice. Ich weiß, es wird schwierig werden ab einem gewissen Punkt, das ist mir klar, weil wir haben ja fast, also, ne? Schon klar. Aber. Es ist cool, dass wir zumindest unsere ganzen Sachen noch haben. Jetzt kann man sich ja wenigstens, das Gestaltänderungsmenü wurde freigeschaltet. Es ermöglicht dir, dein Aussehen entsprechend der Erinnerung eines anderen in deinem Besitz zu verändern. Kampffreiheit der Kraft-Menü wurde freigeschaltet. Okay. Kampffreiheit der Kraft, göttliche Erbe, Aufhebung. Okay, das sind diese komischen Bossreihen. Wo ist jetzt dieses Gestalt ändern. Verändere das Aussehen des Wolfes im Gestaltänderungsmenü. Unabhängig von deiner Gestalt bleiben die Fähigkeiten des Wolfs unverändert. Durch die Aufnahme weiterer Erinnerungen eines anderen werden mehr Gestalten verfügbar. Fremde Erinnerung. Konzentriere dich an einer Figur des Bildhauers auf dieses Bedauern, um die Gestalt des Wolfs zu verändern. Das hat keine Auswirkung auf seine Fähigkeiten. Die Erinnerung eines Shinobi, der einst Ashina diente, erfüllte von tiefer Dankbarkeit gegenüber dem, der ihm seinen Arm nahm und ihm den Namen Sekijo gab, okay? Um ursprüngliche Gestalt wiederzugeben. Natürlich passt sie am besten zu ihm. So. Okay, das ist aber auch cool. Sehen wir mal ein bisschen anders aus. Hat doch was. Mit der Maske. Das Outfit ist ganz cool. Ich find's nicht so mega geil, das ist okay. Diese Szene, Mann, ich war diese wie kein Alten. Nun gut, es. Ihr könnt wenn. Oh, ihr. Habt ihr die Augen und Mann? Diese Augen und Mann? Ihr könnt wenn. Was stand da gerade? Jetzt habe ich alles so durchgeskippt und habe nicht auf das eine geachtet. Wir behalten das Outfit erstmal an, einfach nur weil es was Neues ist. Wenn ich den Wolf natürlich cooler finde. War das gerade neue Kampfreihe? Nee. Gestalt? Nee. Wechsel der Kraft. Ich in der Schwertheiliger. Schön, dass der trotzdem da drunter ist. Ich hasse euch alle. Wir haben auch noch die ganzen. Ah, guck mal, wir haben nur 520. Wir haben ein paar eingebüßt tatsächlich. Achso. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich bin dabei. Wir starten mal durch. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch eine Woche.
Mal schauen, es kommt jetzt am Freitag ein Spiel raus, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Muss ich mal gucken, ob ich mir das gönne oder ob ich mir das Geld lieber spare. Aber ansonsten hält mich jetzt gerade nichts davon ab, dass wir zumindest mal noch so ein paar Stündchen reinspielen. Warum nicht? Warum nicht? Aschina Umland! Haben wir die Items noch? Oh, unser Geld haben wir noch. Oh ja, Tatsache. Dann machen wir die Kopflosen ja gar nicht. Okay. Sehr weird, weil dann brauchen wir ja die Kopflosen gar nicht töten eigentlich. Was bringen die uns noch? Weird. Okay, wir bekommen natürlich Geld und Erfahrung, ne? Ist klar, aber... Ja, okay, wir können natürlich die Fähigkeiten noch alle. Okay, ja, ja. Wir können doch unsere Fähigkeiten perfektionieren und alle Fähigkeiten lernen. Aber ansonsten ja sehr weird, ne? Irgendwie. Es ist ein sehr abgespackter Durchlauf. Und vor allen Dingen, wartet mal eben, können wir nicht eigentlich... Angriffskraft verbessern? Ach Gott. Why not, ne? Ein Mann, der statt zum Schura zu einem Gefäß für die Flammen des Hasses wurde. Es schien lange so, als sei er an die sterbliche Welt gebunden. Erst als er zum Dämon wurde, konnte er diese Welt endlich verlassen. Wir haben also gegen Ishin sogar mit zu wenig Kampfkraft gekämpft. Ishin strebte wie zuvor nach maximaler Stärke durch Kampf. Er wünschte sich bis zu seiner letzten Stunde den Krieg und genau den bekam er auch. Hätte man noch vorher machen können, ne? Genau, ich wollte doch hier irgendwas lernen. Ich wollte... Doch, das war doch das, ne? Shinobi-Kampfkunst, lebendige Kraft. Ich wollte, glaube ich, die Prothesenmodule durchmachen. Ich wollte das hier haben. Oder? Mehr Drop brauchen wir nicht. Schattensturm. Jetzt bin ich verwirrt, wartet mal. Ich wollte lebendige Kraft haben, oder? Ach Gott, I don't know, Leute. I don't know. Frag mich was Leichteres. So, hier kommt jetzt schon der Boss. Da unten. Cool, dass es extra einen anderen Anfang gab. Ich mache aber trotzdem nur einen, ja? Auch wenn der einfach sein wird, glaube ich.
Ach du Scheiße, der Schaden. Okay. Keine Gebetsperlen. Okay, das war jetzt die große Frage. Bekommen wir jetzt bei ihm die Gebetsperlen, die uns noch fehlen, oder bekommen wir die wirklich nur bei den Bossen, die uns noch keine gegeben haben? Und die Antwort ist leider die letztere. Heißt im Klartext, wir müssen jetzt wirklich das andere Ende nehmen, um unsere Gebetsperlen und damit auch unsere Lebensenergie vervollständigen zu können. So, was ist richtig gesagt, glaube ich. Cool. Trotzdem, alles gut. Wir machen mal weiter. Ich bin, wie gesagt, ich bin motiviert. Der Schaden von ihm war ein bisschen over the top. Tatsächlich. Aber... Ein guter kann niemand. Da, ich hab euch alle lieb. Da, ihr mich aber nicht. So, dankeschön. Würde ich gerne stealthen, wenn das okay ist für euch. Easy. Wird gerade überraschenderweise nicht schwieriger, huh? So, jetzt können wir ja schon das Hirata-Anwesen machen, tatsächlich. Durch die Glocke, genau, dankeschön. Können wir jetzt quasi auch noch das Ganze mit der Mutter machen? Ja. Könnte sie. Okay. So, dann haben wir hier oben aber doch schon den ersten Händler gehabt, oder? Irre ich mich da etwa. Da war der erste Händler. Achso, du bist immun dagegen, ja? Braucht man irgendwas? I don't know. Klar, gib mal her. Nö. Ciao. Okay, machen wir mal ganz kurz eine Pause. Ich muss mal ganz kurz versuchen zu telefonieren. Bis gleich.
Nö. Will niemand mit mir reden. Machen wir weiter. Ja, keine Ahnung, was lernen wir denn jetzt da draus? Es klappt alles. Aua. Was? Kein Fallschaden. Was lernen wir hier raus? Keine Ahnung. Die Gegner sind jetzt nicht so stark, wie ich dachte. Es funktioniert sehr gut soweit. Und wir tryen mal unser Luck, oder? Come on. Mal schauen, wie weit wir kommen ohne Angriff, ohne zu sterben. Money, money, money. Money, money, money. Money. Okay. Ups. Wir sind dann hier. Genau, ja. Bitteschön. Ich erschätze. Dieser Mann, cool. Oh, der Boss wird spannend, ne? Wie viel Schaden der gute alte Ogre macht. Der angekettete Ogre. Der Penner. Und wir haben noch gar keine Wiederbelebung, weil wir noch nie gestorben sind. Weird. Ich fühle dich. Flammenlauf, Flammenlauf. Komm, was willst du machen? Do what you want to do! Fuck! War jetzt nicht knapp im klassischen Sinne. Wir hatten ja auch noch drei Heilungen über. Es war unangenehm.
weil man merkt, dass die Bosse viel mehr Schaden machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied, oder? Ist das jetzt der Unterschied zum New Game Normal? Dass wir 10-mal so viel Schaden kassieren? Das ist ja scheiße. Und wir bekommen ein bisschen mehr Erfahrung, oder? Da kann ich mich aber auch irren. Okidoki. Oga weg. Mikiri Counter-Time. Nice. Ein Baloo. Baloo, Baloo. Scheiße! Nein! Ich war greedy! Okay, jetzt dürfen wir nicht retzen. Gut, damit sind wir das erste Mal gestorben! Treuer Wolf. Weil ich unvorsichtig war. Doch nicht! Auferstehung. Irgendwie verarschen gerade? Wo ist immer der Schaden her? Zweimal gegen den kämpfen, ist das okay für euch? Die Fähigkeitspunkte haben wir jetzt 4. Wir sterben halt noch, weil wir zu wenig Heilung haben, glaube ich. Ich komme!
Ciao. Puh. Sehr schön. Also wir kommen gut voran, oder? Oha. Ich habe auf die Zeit geguckt, wie weit wir sind. Tut mir leid, dass die Kamera aus ist, aber wie gesagt, ich schäme mich für diese Brille. Ich schäme mich für meine Brille, wie ich sie früher anhatte. So. Denkt dran, dass da unten die blöde Schlange kommt, ne? Ich wollte es nur mal festhalten. Denkt dran. Ja, ja. Snakey, Snakey, Snake. Snakey, Snake. Snake. Ciao. Ich verzichte auf die Knallsamen. Schön. Immer wieder ein tolles Erlebnis mit der. Einzigartig toll. Bam. Ja, keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen wie Dark Souls 1, glaube ich. Ich finde den Schaden überproportional. Der wird wahrscheinlich auch richtig ragen mit der Zeit, wenn wir dann instant sterben teilweise. Mit ein, zwei Angriffen. Ich will gar nicht wissen, wie jetzt hier Dings da. Na? Richtig gesagt, alle Kackkämpfe werden jetzt noch kackiger. Heile ich mich nicht? Ich frag mal wieder für einen Freund. Ah, ich hab unter der Frau mit der Glocke vergessen, die ganzen Geldbeutel einzusammeln. Shit. Das ist jetzt gleich mit Oniwa. Ich denke mal, der wird einfach nur mega viel Schaden machen. Tatsächlich. Gut, so viel hierzu. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier können wir nochmal lauschen. Der Arme, dessen Pferd tot ist. Sorry. So, und dann haben wir hier Oniwa. Wegen dem Pferd nehmen wir das Feuerwerk. Mein Name ist Yobu Masataka Oniwa. Solange... Onikage, Angriff!
diesen Dieb bekommst du nicht! Nice. Oh, du bist noch auf den Beinen? Ich schlage es so oft zu, wie es nötig ist. War okay. Erinnerung? Wir können... Kind of weird. Wir können es also noch stärker machen, obwohl wir... Interessant, wir werden also stärker. Wir bekommen nicht mehr Leben, aber machen mehr Schaden. Das ist weird. Prothesen. Also ich meine, wir wollten das machen, aber da ich das hier nicht sehe, bin ich mir nicht sicher. Tatsächlich. Haben wir die eigentlich mal gemacht? Ach so, weil wir nicht genug Geistembleme haben. War jetzt kein edler Auftritt, bin ich dabei. Das war jetzt... Nice. Das war jetzt eher zweckgemäß. Einigen wir uns auf zweckgemäß. Das war okay, es war nicht gut. Es war ein bisschen panisch. Ein bisschen unüberlegt, unvorsichtig. Aber wir haben es geschafft. Hi, Ishin. Noch eine Verabschiedung. Das so bekommen. Willst du es hier? Nun, gib's. Was? Geh ich. Das ist einfach Ishin. Das ist schon weird, ne? Okay. I will open the door. I will open the gate. Dann will er wohl stand. Nun, der da so. I will open the gate. Jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir oben keine Gebetsperle finden werden. Das ist einfach Ishin. Das ist so lustig. Das habe ich bestimmt damals auch nicht gerallt. Ich glaube, ich habe damals so gut wie gar nichts gerallt. So. Und in Wirklichkeit war es gar nicht so schlimm, weil ich mir immer alles schlimmer vorstelle, als es denn dann tatsächlich war. Okay, die Kiste ist da. Was ist denn da drin? Geld. Nichts. Oh. Das ist ja auch scheiße.
Gut, ciao. Wollt wo unser nur? Ja. Keine Ahnung. Wo die wo? Oh, der Bulle. Der brennende Bulle. Nee, den machen wir nicht. Nee, nicht den brennenden Bullen, bitte, Leute. Der kommt hier aber jetzt, ne? Hier ist der nächste Boss, der brennende Bulle. Just kidding. Okay. Ja, ich würde sagen, ganz gut vorangekommen, oder? Gehen wir nochmal zurück. Also ich bin so ein bisschen fertig gerade. Na, also für mich ist gerade so ein bisschen der Punkt, dass ich sagen würde, wir machen jetzt Schnitt mit der ersten Aufnahme. Dann hat die nächste auch wieder Kamera. Emma Summer! Hey, lang nicht gesehen. Ihr seid die nicht. Mein Name, ich vermag euch, ich aber euch, ich. Diese. Ja, aber ihr das selbst bringt mir auskommen, wenn ihr. Ich habe Last. Diese dann Ohren. Ja. Also dann Ohren. Oh. Das mir wenn er. Ich kann mein Diener sich wie er. Das haben wir ja alles. Why not, no? Egal, dass du alt. Hör zu, diese Sätze. Ich würde vorschlagen, wir sammeln den Sake und nehmen alles auf einmal, damit wir dann safe schön die Story hintereinander hören, die er zu erzählen hat. 3 Jahre zuvor. Stückchen trinken. Ja, mit dem brennenden Bullen ist halt so eine Sache. Der wird uns töten. Auf jeden Fall. Und da werde ich mich aufregen. Deshalb mache ich gerade lieber Sirata anwesen als den brennenden Bullen. Machen wir doch noch ein bisschen weiter, ne? Na gut. Hier hat auch einen Geldbeutel, oder? Ich meine, nicht. Okay. Können wir denn schon tauchen? Oder ist das jetzt lore-technisch noch nicht möglich? Wir können doch nicht tauchen. Das ist ja scheiße. Das ist natürlich scheiße. Bringt mir mehr Schuppen. Der ist aber unter Wasser gewesen, ne? Das richtig lustig ist, dass Yuzo der Trinker jetzt so ein verdammter Lappen sein wird, weil ich genau weiß, wann ich ihn angreifen muss.
Guck mal, wer wehtrollt hier, ne? Jetzt geht alles so schnell, weil wir so stark sind. Aber zum Senpo-Tempel. Ne, nach dem Bullen. Ah, nach dem Polen könnten wir erst entspannt zum Senpo-Tempel gehen. Es dauert noch. Ah, dann können wir uns die Klinge holen sogar, die unsterbliche Klinge. Da kommen wir komplett durch. Bis zur unsterblichen Klinge. Vom Senpo-Tempel aus. Und da kommt nur der Ritter. Come on, der war jetzt wirklich nicht schwer. Oder? Kommt da irgendwas Schlimmes beim Senpo-Tempel eigentlich? Irgendwie nicht, ne? Dann irgendwann der Affe. Ja, ja, aber... Come on. Unserer Profi-Strategie. Was? Was? Sich verarschen gerade? Tür ist zu. Was war hier nochmal? Nichts, außer ein bisschen was zum Plündern. Ja, keine Ahnung. Also ist das, ich weiß nicht, wie spannend das jetzt für euch ist, hier das alles nochmal, aber ihr seht ja, so jetzt nochmal, dass die anderen Storylines zu machen, wäre jetzt nicht das riesige Problem, Alter, die ganzen Toten. No. Bin ich vorher mal schon auf den Keks gegangen, sagt mal. Und seht ihr den Schaden? Alter. Ah, Entschuldigung, es war jetzt ein bisschen hart durchgetriggert. Bin ich noch irgendwas drin im Haus oder so? Die Axttypen sind mir die liebsten. War hier nicht noch was? Genau. Hügelchen. Okay. Hügelchen und Ballon und Löschbude.
nehmt und bitt. Das ist der, ne? Das ist der kommt und einem hilft am Ende, glaube ich. Wenn man quasi gegen den Trinker so fast verliert. Das werden wir diesmal versuchen, auch anders zu machen, dass der nicht stirbt. Der ist ja beim ersten Durchlauf gestorben. Das wäre auch nochmal ein Versuch wert, dass der nicht stirbt. Sesam, öffne. Short, Kato, Freischalto. So, wer von denen ist jetzt der Axttyp? Der hier. Brennen, aber noch hier mit ist. Jesu-Statue statt der. Ist das dem Prothesenmodul? Das ist auch weird. Na gut, das kennen wir ja alles. Das müssen wir nicht alles nochmal machen. So, hier wird jetzt ein bisschen spannend. Weil wir unsere Axt, glaube ich, nicht einsetzen können, richtig? Noch einmal. Set. Nehmen wir mal unsere gute alte. Wir haben sie ja nicht! Nein! Das macht keinen Sinn. Das kann gar nicht funktionieren gerade. Okay, wartet. Was ist, wenn ich. Ne, lass mal hier bitte unsere Kunais. Wer are they? Und hier mal kurz das. Scheiße. Wo ist es denn? Da ist es. Jeder Feuer rauf und kommt. Geht auch nicht! Verarschen, Junge! Okay. Moment mal. Ich habe eine Idee. Wird dieses Problem hier langfristig lösen? Okay, das ist natürlich eine Lösungsvariante. Thank you.
mal hier, ist auch eine Axt. Nur für dich. Okay. Wir haben viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld und da ist schon die nächste Figur. So, einmal ganz schnell zurück. Ist alles jetzt hektisch und auch nicht schön, aber es geht sich jetzt gerade ja primär eigentlich um die Questlines. Eine Stunde 13, wir sind so weit gekommen. Eieiei. Also es ist halt bis auf die Bosse wahrscheinlich. Also ich denke mal, das reine Exploren, das erübrigt sich ja jetzt tatsächlich komplett. War der hier der Typ? Ne, hier war... Genau. Vor allem, dass wir auch beide Reds noch haben, ne? Hier ist er. Das ist ja der Händler. Ich grüße mal aber auf einig zum... Ich grüße auf einig zum... Okay. Danke für die Info, sehr freundlich, ciao. Da ist die dreistöckige Pagode übrigens da oben, ne, die ich ja nie gefunden habe. Ja, jetzt kommt ja schon Dings und dann kommt Dings und dann war es das auch schon fast. Also es ist nicht mehr viel. Traurigerweise, erschreckenderweise, bis wir beim Schmetterling sind. Money, money, money. Okay, das ist ja wieder Kacke, ne? Daneben. Ich weiß schon, da unten ist das Geheimversteck. Wir gehen mal weiter. Wir gehen weiter, weiter, weiter. Hi. Ich weiß, du stirbst gar nicht. Vater, was ist das? Ja,
Nee, ist aber sehr genau mit dem Ziel, ne? 400. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum wir jetzt so mit Geld zugeschüttet werden teilweise. Das ist ein bisschen weird. Brauchen es halt ja einfach wirklich nicht aktuell. Ja, es ist halt, wie ich es gesagt habe. Der Schaden ist halt einfach nur asozial. Ist jetzt der einzige oder ist der andere? Ah, da ist der starke erst. Yay. Kein Geldbeutel, nur ein paar Kügelchen. Okay, danke. Wollte schon meckern hier. Run, run, runny, run, 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 I run, run, run. Aber wofür ist denn jetzt eigentlich... Also man bekommt ja das Feuer... Prothesen-Upgrade, also die... Ne, ihr wisst schon, das Prothesenmodul mit dem Flammenrohr. Aber welche andere Funktion hat das Hirata-Anwesen jetzt überhaupt? Könnt ihr mir das zufällig mal verraten, was so der Sinn hiervon ist? Nimm mal eine extra Runde. Ihr kennt es inzwischen. Rede ich auch kaum noch, ne? Ich hau jetzt gerade durch hier, ne? Wundert euch nicht. Ich rede gerade nicht viel, weil ich relativ konzentriert bin. Da ist er ja. Du, für einen Assist meine Pflicht, wenn ich... Nein, das war dumm. Hör mich an. Und der
Seite des Ashina-Clans, als sie ihn zusammen eroberten. Hey, das hat doch Kyobo, sie ist auch gesagt, oder nicht? Der Kampf hat diesem alten Körper schwer zugesetzt. Na los, geh weiter. Das ist der gleiche Penner, der uns nachher auf den Sack geht. Wenn wir, ihr wisst schon, wenn wir dann später mal in der Festung Ashina sind. Da kommt niemand mehr, glaube ich. Sorry, es leben keine mehr, die dir helfen können. Okay, aber guck mal. Wir kommen extrem gut voran. Wir haben extrem viel Money. Und wir sterben verhältnismäßig wenig. Was ist denn der Quatsch hier? Also, allem in allem können wir ganz zufrieden sein. Göttliches Konfetti. Und in der Kiste ist ein Hauch von gar nichts. Doch. Hey, statt Gebetsperlen sind das Jizu-Statuen. Warum war das in Dings nicht? Komisch. Was ist denn für eine nicht allgemein geltende Regel hier? Ist ja furchtbar. Cool. Machen wir einen Haken dran, oder? Nice. So, und dann machen wir die Dings erstmal nicht. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Und dann machen wir aber den Bullen beim nächsten Mal. Aber den machen wir wirklich nicht jetzt. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf Deutsch gesagt. Den machen wir jetzt nicht. Kein Bullen, bitte nicht. Nee, nee. Aber insgesamt, unterm Strich, muss man doch nach jetzigem Stand, wenn man das so überlegt, wenn man jetzt ein Ergebnis finden will, musste man doch jetzt tatsächlich sagen, wenn man will. Boah, nervig, ne, so zu reden. Ja, wir haben es geschafft. Das Spiel ist durch. Ashina ist tot. Der Göttliche ist auch tot.
Bitte was? Okay. Ja, machen wir Schluss, oder? Nee, da hat auch nichts mehr. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, ja, der Bulle. Ich hoffe, das klappt genauso gut wie der Rest bis jetzt. Mit dem Geld ist halt mega scheiße. Ich weiß nicht, was wir mit dem Geld machen sollen. Sollen wir uns einfach Geistembleme kaufen? Einfach für den Fall, dass der Bulle uns auf den Sack geht. Wir kaufen uns jetzt ganz viele Geistembleme. So ist doch schön. Besser als was der Bulle so kriegt. Und beim nächsten Mal starten wir dann durch und machen den Bullen und gucken mal. Zenpo-Tempel, I don't know. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das war das Finale vom ersten Durchlauf. Gleichzeitig starten wir mal beim zweiten Durchlauf durch. Und nochmal, das ist kein verbindlicher Run. Es kann sein, dass die nächste Aufnahme nie kommt, die aber zu 99% kommt. Aber dass danach vielleicht nie eine kommt, das weiß ich halt nicht. Na? Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.